Ja, wir sind alle etwas müde, mein Team und ich. Wir saßen 2 Tage, Tag und Nacht, die Biochemiker, an diesem Video und haben wirklich die absolut neuesten wissenschaftlichen Kenntnisse über Vitamin D für euch hier zusammengefasst. Ist wirklich 5 Zustandsformen gibt es von Vitamin D. Cholecalciferol kennen wir zum Beispiel. Das ist das Vitamin D, was wir aufnehmen über Supplemente zum Beispiel. Ja? Dann gibt es noch 4 andere Zustandsformen, ja, das 25-Hydroxyvitamin D3, Calcidiol, ja, und das kann nochmal gebunden werden an ein DBP-Protein, ja, oder es liegt frei vor. So, das heißt mit Rucksack oder ohne Rucksack. Und das gleiche gilt auch für die hormonelle Form, das 1,25-Dihydroxyvitamin D3, ja, und das kann auch das Calcitriol, ja, das kann ebenfalls mit Rucksack oder ohne Rucksack vorliegen. So, das haben wir jetzt schon mal geklärt, diese verschiedenen Zustandsformen. Wie bekommen wir unser Vitamin D3? Erstens über die Haut, sehr, sehr interessant. Und zwar dieses Cholecalciferol dann dementsprechend, ja, das Vitamin D3 kann einfach Zellmembranen, deine Hautschichten, diffundieren bis ins Blut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den ihr einmal hier im Kopf behalten solltet, weil diese kann einfach Zellmembran diffundieren. Punkt 2, natürlich über die Nahrung, ja, Magen-Darm-Trakt und so weiter, über die Lymphe, ganz wichtig. Mit Fetten wird es dann dementsprechend transportiert, das Vitamin D3, weil es fettlöslich ist. Das ist was ganz Essentielles. EDEKA sind die fettlöslichen Vitamine, okay? Und was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist zu verstehen in diesem Zusammenhang, dass fettlösliche Vitamine aufgenommen werden mit Fett. Ja, ich habe ebenfalls ein Video dazu gemacht. 15 Mal mehr Nährstoffe nimmst du auf, wenn du ein fettlösliches Vitamin etwas Fett hinzugibst. Das ist wirklich schon wissenschaftlich alles durch. Das habe ich bereits schon alles aufgeklärt. Wenn wir uns dieses Bild hier einmal anschauen, dann fällt uns Folgendes auf, dass manche Vitamin D3s anders aussehen. Und zwar jene können nicht Zellwände diffundieren und andere halt schon. 0,03 liegt nur als freies Vitamin D3 vor. 85 bis 90% liegt an diesen DBP-Protein gebunden, ne, dieses Rucksackprotein. Und 10% an Albumin. Das ist ein lockerer Rucksack. Okay, das Albumin ist ein lockerer Rucksack, was wieder gelöst werden kann. Und das sehr, sehr Interessante dabei ist, dass das Vitamin D, welches keinen Rucksack hat, viel, viel besser in die Zellen diffundieren kann. Ja? Ist auch studienbasiert, das ist nichts Neues. Und zwar außer natürlich in die Niere, Nebenschilddrüse und Brustdrüsen, da gibt es natürlich bestimmte Rezeptoren für dieses Rucksackprotein Vitamin D3, was du auch bei deinem Arzt misst, dieses Vitamin D3, ja? Über das Malagin-System, ne? Das Malagin-System, das ist aber jetzt ein anderes Thema, das ist jetzt nicht so wichtig, ja? Aber im Grunde genommen, nur das ohne Rucksack kann wirklich in alle Zellen diffundieren, ja? Das sehen wir hier auch in den Studien eingeblendet. Und warum das so ist, das ist ziemlich einfach zu erklären. Weil dieses DBP-Protein eben am allerfestesten an diesem D3, dieser Rucksack, festhält. Das Albumin, dieser lockere Rucksack, wie ich gerade schon gesagt habe, der hängt nicht ganz so fest und dieses Freie ist sowieso ohne Rucksack, ja? Und zwar, das ganz Interessante kann man daran eben sehen, dass es eine Dissoziationskonstante gibt, ja? Von diesem Vitamin D3, was du ja beim Arzt misst, ja? Dieses 25-Hydroxy-D3, gebunden an DBP, ja? So, und diese Dissoziationskonstante von diesem Vitamin D3 ist kleiner, das heißt 10 hoch minus 9, anstatt jene von diesem freien Vitamin D, jene ist 10 hoch minus 8. Dabei kann dementsprechend das Gleichgewicht verschoben werden um einen Faktor 10 schneller bei der freien Form. Das heißt, diese kann zehnfach schneller in Zellen eindringen. Ja? Ganz wichtig hier, das einmal zu verstehen. Ja? Wenn du jetzt zum Arzt gehst, was meinst du denn, wenn 0,03% nur freies Vitamin D3 ist? Was misst du denn für einen Wert? Du misst nur den Wert von diesem gebundenen Vitamin D3. Und hat dieser wirklich Aussagekraft über deine Gesundheit? Das werde ich euch mal genauestens über die Lupe nehmen. Ja? Und zwar als allererstes muss man sehen, es gibt 3 Faktoren. Ja? Es gibt ganz wunderbare Tabellen im Internet. Ja, du musst so und so viel Vitamin D3 haben, da Nanogramm pro Milliliter so viel, damit das überhaupt alles funktioniert. Ey. Mal ganz ehrlich, guck mal, es gibt 3 Faktoren, die dem völlig vorgestellt sind, die überhaupt niemand erwähnt. Als allererstes dieses DBP-Protein, was ja alle so messen. Woraus wird das denn überhaupt gewonnen? Aus Östrogen, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wenn du sehr viel Östrogen besitzt, ja, hast du auch sehr viel von diesem Rucksäcken in deiner Blutbahn. Das heißt, du hast einen sehr, sehr höheren Vitamin-D-Spiegel davon, ja. Kann man sagen, ja, ist ja super, aber du musst doch erstmal in Relation zu deinem Östrogenspiegel das sehen. Hast du einen sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel, ja,
dann kann das damit zusammenhängen, dass du auch viel von diesem gebundenen Protein dementsprechend, ja, dann kann das auch damit zusammenhängen, dass du sehr wenig Östrogen einfach hast. Deshalb sagt man in der Schwangerschaft sehr wichtig, dieses DBP-Protein nach unten senken, weil das bindet natürlich dein freies Vitamin D3, was du brauchst. Zeige ich euch gleich in den Studien, ja. Dann gibt es den nächsten Faktor, zum Beispiel Leber, ja. Leber ist ganz, ganz wichtig. Da wird ja das Vitamin D3, 25-Hydroxy, in die hormonelle Form umgewandelt später in der Niere, ja. Zuvor muss es aber erstmal in der Leber durch die 1-Alpha-Hydroxylase dementsprechend weiterverarbeitet werden. Ja? Wenn du eine Leberschäden hast, dann wird das nicht passieren. Dann hast du einen wunderbar hohen Vitamin-D3-Spiegel dann dementsprechend, aber er kann halt nicht weiterverwendet werden. Ja? Und deine hormonelle Form, die du ja sowieso nicht misst, ist immer tiefer. Des Weiteren kann man sagen, hey, du hast wunderbar hohe Vitamin-D3-Werte, aber die hormonelle Form ist ebenfalls gar nicht enthalten, weil deine Niere nicht arbeitet und das nicht wirklich umwandeln kann. Seht ihr, von wie vielen Faktoren das überhaupt abhängt, diese Tabellen? Also ich finde es schrecklich, diese Pauschalisierung. Ja? Das Schöne dabei ist aber, dass das freie Vitamin D3, sehen wir in zwei Studien haben eingeblendet, nicht davon betroffen ist. Weil, jetzt kommt es ganz, ganz wichtig, es muss nicht erst durch die Leber und in die Niere und so weiter. Das freie Vitamin D3 kann in jede Zelle hineingehen. Jede Zelle hat ihren eigenen Vitamin D3-Stoffwechsel. Jede. Es muss nur dieses Vitamin D3 geliefert bekommen. Ja, hier sehen wir hier diesen ganz dicken roten Pfeil, der von diesem normalen Vitamin D3, Cholecalciferol, in die Zelle zeigt. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist der Hauptnahrung für deine eigene Zelle. Und die kann jeder ihr eigenes Vitamin D3 herstellen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ja, deshalb sagen auch neueste Studien, Wissenschaftler aus Metastudien, ja, sehen wir immer wieder, dass theoretisch die aktive Form des Vitamin D3 gemessen werden muss. Ja, sehen wir auch noch in einer anderen Studie genau das Gleiche für eine wirklich maßgebliche Aussage über die D3-Konzentration. Innerhalb eines Körpers muss die aktive Form hinzugezogen werden. Dieser Wert ist nicht aussagekräftig, der normalerweise nur so getätigt wird. Und das verifiziere ich gleich noch ganz schön krass. Ja? Da gibt es zwei Wege. Ja? Einmal ist das der autokrine Weg. Ja? Das heißt, die Zelle kann automatisch sich selbst ja, sein Vitamin D herstellen, ja, über die Zelle. Und den anderen Weg, der endokrine Weg, ja, über die Leber und über die Niere und so weiter, damit das Hormon gebildet, ja. So, da gibt es anscheinend zwei Zustandsformen. Und nur der autokrine Weg ist maßgeblich, ja, für antientzündliche Prozesse, ja, sehen wir hier auch abgebildet, ja, oder auch für antibakterielle, für immunsystemregulierende Prozesse, entzündungshemmende Prozesse, ja. Interferon Gamma wird dadurch gehemmt, ja, durch die autokrine Wege, in denen das Vitamin D3 in deine Zellen kommt. Wir erinnern uns, das D3, was du misst beim Arzt, ist mit einem Rucksack gebunden und kann nie mehr in deine Zelle hinein, okay? Und das werde ich gleich auch noch immer weiter verifizieren, wie lange das Video geht. Man wird ja immer gesagt, ja, der Körper kann das regulieren, wie er möchte. Er kann sich das Vitamin D immer herstellen, wie er möchte, ja. Er kann sich das alles umwandeln, wie er es gerade braucht. Interessant, verifizieren das Ganze doch mal. Schauen wir uns diese Abbildung einmal an, okay? Was kommt oben rein, ja? Diese hormonelle Form, ja, 1,25-Dihydroxy, ja, an dieses DBP-Protein mit Rucksack gebunden. Was kommt unten wieder raus? Ebenfalls das 25-Hydroxy, dementsprechend die Form, ja, aber ebenfalls mit Rucksack gebunden. Das heißt, egal wie du es drehst und wendest, du hast immer einen Rucksack am Arsch. Ne? Das ist eine Zelle der Niere, hier einmal abgeblendet. Ja. Von daher an, der Körper kann es definitiv nicht regulieren, wie er möchte, weil er niemals die Form herstellen kann, die frei ist und in jede Zelle diffundieren kann und für den autokrinen Weg zuständig ist und für dein Immunsystem, Antientzündungen und so weiter zuständig ist. Hier verifiziert. Jetzt geht es aber so richtig los. Also, sagen wir mal, dein Blutwert beim Arzt, der jeder sagt, der so wichtig ist, dieser 25-Dihydroxy, das heißt der gebundene Wert, ne, mit Rucksack, klar, ne, weil davon sind ja 90% des Blutes, ne, das ist dieser Wert immer, den du bestimmst. Dieser Wert ist auf Null, sagen wir mal. Und zwar, wie kann das passieren? Indem aus deinem DNA, ja, in deiner DNA, dieser Rucksack rausgelöscht worden ist, dieses DBP-Protein. Davon gibt es nichts mehr. Das heißt, theoretisch, was du noch messen würdest im Blut, wären dann diese 0,03% von diesem freien Vitamin D3. Ne? Und dieses Albumingebundene, dann halt noch 10% davon. Ne? Aber das, was du normalerweise so misst, ist gar nicht mehr existent, das ist auf Null. So, was müsste jetzt dementsprechend passieren? Es müsste ja dementsprechend passieren, okay, also es kann natürlich auch noch keine hormonelle Form mehr entstehen, ne? Weil dieses Rucksack mit Vitamin D3 ist ja wichtig, um danach in die Niere zu gehen und zu der hormonellen Form zu gehen. Und diese hormonelle Form sehen wir hier auch in der Studie, ja, ist glaube ich 18x, Simon. Steht dann da, dass das ganz, ganz wichtig ist für die Knochengesundheit und so weiter, die hormonelle Form. Okay. Das Ergebnis dieser Studie ist, dass gezeigt worden ist, dass gar nichts passiert ist. Die Kalziumkonzentration in den Knochen ist genau die gleiche. Der Vitamin-D-Spiegel ist auf Null und die Kalziumkonzentration ist genau die gleiche.
Und hier sehen wir auch verifiziert, ne, ganz klar, die hormonelle Form sinkt aber trotzdem ab. Das heißt, es ist auf jeden Fall rausgelöscht worden, dieses DBP-Protein. Und hier sehen wir bei der Fraktion, die gar kein DBP hat und bei der, die hat, gleiche Calciumkonzentration. Da tut sich wirklich nichts. Also ganz infinital kleine Schritte nur, ja? Gar nichts. Aber die hormonelle Form ist abgesunken. Jetzt sagt man so, oh mein Gott, wie kann das sein? Also erstens, deine hormonelle Form, Vitamin D ist nicht mehr da, die ist auch so wichtig für deinen Körper. Und aber dein Calciumhaushalt ist trotzdem okay. Wie kann das sein, haben die Wissenschaftler sich gefragt. Und dann, jetzt kommt das Allerwichtigste in diesem Video, jetzt kommt die absolute Quintessenz. Dann hat man geguckt, was ist in den Zellen. Und in den Zellen war mehr Vitamin D3 der hormonellen Form, wo das DBP rausgelöscht worden ist. Das ist viel zu krass. Überleg euch einfach mal. Der Wert beim Vitamin, beim Arzt ist auf 0 und du hast trotzdem bessere Blutwerte in den Zellen, als die, die es nicht haben. Überleg dir das einfach mal. Damit ist alles widerlegt worden an dieser Stelle. Ich mache noch gleich noch mehr Studien, die das genau das gleiche auch noch wieder erzählen. Da gibt es mehrere Studien also mehrere Ausführungen von dieser Studie. Die wurde mehrmals gemacht, weil man das nicht glauben konnte. Da verlinke ich auch noch mal eine andere dazu. Genau das gleiche, ja, wurde dort, kam auch das gleiche Ergebnis. Ja, das heißt, was ist passiert? Sobald du das DBP, diesen Rucksack, rauslöscht, dieses Vitamin D3, ja, kann mehr Vitamin D3 ohne Rucksack existieren und das kann besser in die Zellen rein. Das wurde hier schwarz auf weiß belegt, ja, dass das sogar noch mehr in den Zellen sich akkumulieren kann, ja, als dieses. Deshalb ist das Allerwichtigste nicht das Vitamin D3, was du misst beim Arzt eigentlich. Weil wir hier sehen, es kommt nur darauf an, was in deinen Zellen ist, ja, und nicht, was in deinem Blut ist, sehen wir hier ganz klar. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, den wir hier sehen. Wenn du diese Werte hättest vom Arzt, würdest du sagen, oh mein Gott, ich habe gar kein Vitamin D3, mein Hormonspiegel ist im Keller, aber deine Knochen sind gesund. Wie kann das sein? Natürlich, weil du keinen Rucksack Vitamin D3 hast, sondern das echte Vitamin D3, was wirklich in die Zellen diffundieren kann und maßgeblich ist gegen Osteoporose und so weiter, komme ich gleich noch zu. Jetzt fragt man sich, ja gut, das sind jetzt 2-3 Studien, die dazu gemacht worden sind. Es gibt auch eine andere Studie. Und zwar genau das gleiche wurde gemacht mit 2000 Probanden, ja, Afroamerikaner, ganz interessant, ja. Und die haben Vitamin D-Wert gehabt von 15,6 Nanogramm, ja, pro Milliliter. So. Und die anderen, die nicht Afroamerikaner, das heißt, die in Breitengraden leben, wo etwas weniger Sonne ist und so weiter, haben mehr Vitamin D3 gehabt, ja, die haben von diesem Rucksack Vitamin D3, was du misst beim Arzt, die haben 25,6, glaube ich, Nanogramm pro Milliliter gehabt. Und die Afroamerikaner, ja, die weniger Vitamin D3 gehabt von diesem Rucksack Vitamin D3, haben trotzdem eine höhere Knochendichte gehabt. Das müsst ihr mir vorstellen. Jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Na klar, völlig logisch. Schauen wir uns die Rucksäcke mal an, die oben schwirren und das Vitamin D3 binden und nicht mehr verfügbar machen für die Zellen dementsprechend, ja. Da sehen wir ganz, ganz klar, dass diese halb so vielen von diesen Rucksäcken hatten diese Afroamerikaner als die anderen. Ja? Und da sehen wir natürlich ganz, ganz klar, durch die höhere Knochendichte ist das Vitamin D3 mehr in den Knochen, ja? Mehr in den Zellen. Die machen mehr ihr eigenes Ding. Der autokrine Weg ist aktiver bei diesen Menschen. Warum? Weil sie natürlich auch in Breitengraden leben, wo jeden Tag Sonne kommt. Das heißt, sie haben immer rucksackfreies Vitamin D3. Immer rucksackfreies Vitamin D3. Sie kriegen jeden Tag rucksackfreies. Die anderen kriegen es nur ab und zu. Der Körper muss es speichern, mit Rucksäcke versehen. Das kommt nicht mehr in die Zellen rein. Schlechtere Knochendichte. Hammermäßig, oder Leute? Es ist wirklich hammermäßig. So, verifizieren wir das Ganze nochmal ein bisschen, dann sind wir auch durch mit der ganzen Geschichte. Also, schauen wir uns das Calbindin an. Ja, das ist ein Calciumtransporter innerhalb der Zelle. Und dieser ist wirklich erstmal richtig aktiv, wenn dieser Rucksack, dieses DBP nicht vorhanden ist von diesem Vitamin D3. Dann ist er erstmal richtig aktiv, sehen wir hier schwarz auf weiß in der Studie. Ebenfalls in einer Studie wurde gezeigt, ja, Osteoporose konnte nur maßgeblich verhindert werden durch das freie Vitamin D3, nicht durch das, was du misst in deinem Blut. Ja. Sehen wir hier in der Studie beides eingeblendet, ja, verifiziert. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist der freie autokrine Weg halt eben. Ja. Jetzt kann man sagen, dass Vitamin D3 ist ein Speicherhormon. Das ist natürlich an dieser Stelle hoffentlich schon lange jetzt widerlegt einmal worden, ja, ganz klar. Weil nur durch diese kontinuierliche Gabe, zum Beispiel auch bei diesen Afroamerikanern, ja. Und in der Studie mit den Mäusen natürlich auch, die haben eine kontinuierliche Gabe bekommen von Vitamin D3, ja, kontinuierlich. Konnte immer wieder neues Vitamin D3 ohne Rucksack in die Zellen rein, der Körper war wunderbar versorgt, Osteoporose kein Thema mehr. Jetzt kann man noch sagen, Speicherhormon auf diese Art und Weise, wissen wir, ist jetzt Sense, ja. Man kann aber noch sagen, es ist aber trotzdem Speicherhormon, weil es kann in Fettgewebe reingehen, ja. Und jetzt hat man auch das in der Studie untersucht und genau das war eben nicht der Fall, ja. Zu einem sehr
wirklich zu vernachlässigen Teil kann das Vitamin D3 wieder aus dem Fettgewebe rausgelöst werden. Sehen wir hier auch in der Studie einmal beschrieben. Das ist definitiv auch nicht der Fall. Von daher Doppel Minus für Speicherhormon Vitamin D3. Ja. Schauen wir uns das Ganze auf Krebsrisiko nochmal an. Auch hier wurde gezeigt, dass nur das freie Vitamin D3 maßgeblich für die Inhibition von Kollateralen, also von Darmkrebs war. Ja, und nur dieses, die biologischen Anti-Effekt so gesehen aufgewiesen hat, sehen wir hier auch in der Studie einmal gezeigt zum Krebsrisiko. Des Weiteren LDL-Cholesterin konnte nur durch die aktive Form des Vitamin D3s, durch den autokrinen Weg, ohne Rucksack, nicht was du misst beim Arzt, gesenkt werden, sehen wir hier. Ja. Und ich habe, also ich kann jetzt hier weitermachen. Wir können jetzt hier, ich habe 100 Studien hier im Petto, ja? Also auf dem Rechner, ja? Ich kann hier einen nach dem anderen rausballern, aber ich denke, es würde jetzt, es ist genug, ja? Wir wissen jetzt, also mehr ist jetzt nicht mehr an dieser Stelle, ja? Vielleicht nochmal ganz kurz Zusammenfassung. Also wie man diesen autokrinen Weg, das heißt dieses rucksackfreie Vitamin D in den Körper bekommt, das heißt tägliche Gabe Vitamin D3 ist in dieser Form keine Speicherform. Also das gespeicherte Vitamin D3, vielleicht ganz kurz, ist ebenfalls wichtig. Ja? Die hormonelle Form hat natürlich auch ihre Aufgaben. Ja? Wissen wir alle, das Malagensystem, ja? in der Nebenschilddrüse und so weiter. Natürlich. Aber diese hormonelle Form wird absolut vernachlässigt. Ja? Und Metastudien der Wissenschaft zeigen mittlerweile schon Zusammenfassungen, wo gesagt wird, das wird kommen. Das freie Vitamin D3 wird mehr thematisiert werden. Und danach, nach nochmal 5 Jahre später, wird hundertprozentig das kommen, was nicht Vitamin D3, die freie Form, sondern wie viel davon noch in den Zellen ist. Und das wird das Entscheidende sein. Und wir werden bald auch ebenfalls Studien machen bei Vitasomal von unseren liposomalen Supplements, wo wir genau beweisen werden, was liposomale Supplements im Vergleich zu anderen machen. Die Studie wird im Januar stattfinden, kommt sehr gerne in meine Gruppe Vitasomal, eure liposomalen Supplements. Da habe ich eine Umfrage gemacht, Leute, die teilnehmen wollen, im Januar in Hamburg, wir sehen uns. Und da wird einiges aufgedeckt und dann ist wirklich Abrechnung. Freunde, dann ist Abrechnung. So, zur kurzen Zusammenfassung, ganz kurz, also die Vitamin D3-Werte, ja, es wurde dann ebenfalls noch gemessen, dass zu viel Vitamin D3, ja, gerade von dieser Rucksack, wir wissen, okay, das muss sehr hoch sein, ne, klar. Wir reden schon von hohen Mengen, ja, aber kann auch irgendwann schädlich werden. Die freie Form nicht, weil die wird leichter wieder ausgeschieden, okay, ganz wichtig. Des Weiteren, bei MS-Patienten zum Beispiel war der beste Weg, um die Autokrine aufrechtzuerhalten, der Weg, ja, um freies Vitamin D immer wieder zur Verfügung zu haben für deine Zellen. Ja. Bei MS-Patienten hier in der Studie wurde gezeigt, 1200 internationale Einheiten bis 40.000 internationale Einheiten am Tag Gabe. In Deutschland natürlich nicht zugelassen, dieser Wert, deswegen sage ich nur, was in den Studien ist, keine Empfehlung von mir. Ja. Des Weiteren 280 internationale Einheiten waren nicht wirksam. Ja. Und jetzt kommt es nochmal ganz klar in dieser Studie nochmal gezeigt, haben wir ebenfalls nochmal Wert drauf gelegt. Wenn man doch diese ganzen Vitamin D3, sagt dieses Speicherhormon, ja, 4-mal im Jahr 100.000 Einheiten gibt, ja, dann kommt das dabei heraus, dass es keine Wirkung hat. Damit Speicherhormon nicht vorhanden, ja. Ich denke, das war's zu Vitamin D3, ja. Die Forschung wird auf jeden Fall, ihr werdet sehen, in 10 Jahren, 10 oder 5 oder 10 Jahren werden die Leute sagen, ah, der Strohbach, ja, der Rohwegener Limit hat es damals schon gesagt, die hormonelle Form ist schön und gut, ja, aber diese freie Form, die überhaupt nicht gemessen wird, überhaupt nicht keine Wert drauf gelegt wird, das wird kommen, meine Freunde, das schwöre ich euch. Es wird danach, einige Jahre später kommen, was ist wirklich in den Zellen und da werden wir auch arbeiten, da werden wir auch eine Studie zu machen. Zellenbeträufe mit liposomalen Formulierungen, mit normalen Formulierungen der Supplement und wir werden sehen, was mehr in den Zellen ankommt, Leute. Wir werden sehen. Ja. Der Tag wird kommen, meine Freunde. Das war's von mir, Aufklärung ohne Ende auf jeden Fall. Ich denke, das Vitamin D-Thema ist für ein für alle Mal durch und es hat viel mehr noch, ja, damit zu tun eigentlich, was du dir noch gar nicht in deinen Gedanken überhaupt vorstellen konntest, ja, was da noch alles mit reinspielt. Und ich hoffe, ich konnte dich aufklären und einfach mal dafür wach sein, ja, für solche Informationen, weil man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit, ja. Die Wissenschaft entwickelt sich weiter und alles, was alt ist, ist irgendwann nicht mehr, ja, ihr wisst, ne. Dass diese Annahme, dass dieser eine Vitamin-D-Spiegel nur alles erklärt, habe ich ja gerade widerlegt in den Videos, das ist Wissenschaft von vor 20 Jahren, wirklich. Das ist 20 Jahre her, haben wir gerade in den Studien noch mal gesehen. Ne? Ja, ich bedanke mich heute fürs Zusehen. Das wird das erste und das letzte Video von dieser Reihe auf jeden Fall sein. Ich habe alles gesagt. Das ist Dankeschön fürs Zusehen. Ich, wirklich danke. Bis hierhin. Hammer, dass du bis hierhin zugeguckt hast. Du bist ein Killer auf jeden Fall. Ich schwör's dir, dass du das ausgehalten hast. Daumen nicht vergessen auf jeden Fall, teilen nicht vergessen, weil das muss wirklich raus, Leute. Das muss wirklich raus, ja. Abo nicht vergessen, dabei auf die Glocke drücken, immer neue Informationen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rohwegan am Limit, unser Team sagt Tschüss.